Ausgabe 19. Hallo zusammen. Heute wollen wir Ihnen das Naturreservat Ichnard vorstellen. Dieses Reservat ist neben anderen Wildtieren hauptsächlich wegen den dort lebenden Argalis bekannt geworden. Ichnard wurde 1996 gegründet mit dem Ziel, die dort seit dem Anfang der 1990er Jahren lebenden Wildschafe zu schützen. Sie wanderten ursprünglich aus dem westlichen mongolischen Altaigebirge in diese Region ein. Nun haben sie aber hier in der mongolischen Mittel- bzw. Ostgobi, auf mongolisch Dornogobi, einen neuen Lebensraum gefunden. Als Grund für diese Ausbreitung wird auch immer öfters der Klimawandel angeführt. Es ist das östlichste Gebiet in der Mongolei, in dem diese Tiere beheimatet sind und sehr weit von den übrigen Populationen im Altai entfernt. Die Anreise erfolgt bis Chör auf einer Asphaltstraße, die parallel der Trasse der transsibirischen bzw. transmongolischen Eisenbahn führt. Die Transsib, wie sie umgangssprachlich genannt wird, führt ja bekanntlich von Moskau nach Peking und verläuft hier auf diesem Teilabschnitt auch durch die Mongolei, besser gesagt durch die Gobi. Ichnard liegt 290 Kilometer südöstlich der Hauptstadt an der Grenze zu Ost- und Mittelgobi, aber noch auf dem Gebiet der Ostgobi. Nur der letzte Teilabschnitt von ca. 60 Kilometer muss man ab dem Aimag-Zentrum des Gobi-Sumber-Aimag mit Namen Djör auf Steppenpisten zurücklegen. In der Nähe dieses Ortes war in der sozialistischen Zeit ein Fliegerhorst angesiedelt. Dieser Stützpunkt der Roten Armee ist heute noch zu sehen. Die ehemalige Kaserne mit ihren Bauwerken stand bis vor wenigen Jahren noch verwahrlost inmitten der mongolischen Steppe. Mittlerweile wurden die Gebäude teilweise renoviert und hier kann man heute noch die Bunkeranlagen, in denen sowjetische Kampfjets stationiert waren, erkunden. Eine alte MiG thront als Denkmal noch heute verwittert auf einem Betonsub. Im Reservat hat man sehr gute Chancen, hier das Argali, ein Riesenwildschaf, lateinisch Ovis Amon, zu Gesicht zu bekommen. Vorausgesetzt, man geht zu Fuß und mit dem Ranger auf Erkundungstour. Die Tiere sind im Allgemeinen sehr scheu. Das Verbreitungsgebiet des Argali umfasst etliche Gebirgsketten Zentralasiens und reicht vom Altaigebirge und Südsibirien über die Mongolei, Tibet und das Tien Shan-Gebiet bis nach Nepal und ins Pamirgebirge. Die Böcke der nordöstlichen Formen erreichen eine Schulterhöhe von 135 cm und ein Gewicht von bis zu 216 Kilo. Die südwestlichen Vertreter sind in der Regel etwas kleiner. Die Fellfarbe der Argalis variiert. Im Winterfell ist die Grundfarbe braun, wobei dunkelbraune, rotbraune und beigefarbene Tönungen vorkommen. Im Sommerfell verstärken sich die Rottöne des Fells. Weibliche Argalis gleichen in der Regel farblich den Böcken, sind aber im Schnitt etwas heller. Ichnard belegt eine Fläche von 66.530 Hektar, in denen ca. 800 bis 1000 Tiere zu finden sind. Auch knapp 300 Steinböcke haben hier ihre Heimat. Neben diesen beiden Arten sind auch Füchse, Wölfe, Manule, ein Manul ist eine asiatische Wildkatze, Luchse und die zentralasiatische Steppengazelle ansässig. Das größte Problem in der Vergangenheit war die Wilderei. Es gehört zu den Aufgaben des ortsansässigen Rangers, die Bevölkerung zu überzeugen, die Tiere am Leben zu lassen und nicht zu jagen. Das sei, so höre ich von ihm, mittlerweile sehr gut umgesetzt. Allerdings gab es zur Gründerzeit des Reservates sehr große Ressentiments bezüglich dieser Jagdverbote für Einheimische. Die Nomaden ließen sich es nicht nehmen, ihren spärlichen Teller mit dem Fleisch des Argalis zu bereichern. Sollte der Ranger einen Nomaden beim Wildern erwischen, hat dieser eine Strafe von 30 Millionen Tugrik zu bezahlen, was für die Nomaden hier eine unvorstellbar hohe Summe darstellt, die sie Zeit ihres Lebens nicht mehr zurückbezahlen können. Das schützt offensichtlich die Tiere vor Überjagung. Der Staat nimmt durch Abschussquoten für ausländische Jäger auch Devisen ein und die Aufgabe des Ranger ist es, diese Abschussquoten im Auge zu behalten. Bleiben Sie weiterhin gespannt. Bis bald. Wenn Sie an meinem aktuellen Wildband über die Mongolei interessiert sind, hier sehen wir ihn, bei National Geographic ist er erschienen, im Buchhandel kaum mehr erhältlich, ich habe aber noch ein paar Exemplare hier auf Lager,
Dann schicken Sie mir einfach eine E-Mail unter riedinger@utra-travel.de und ich schicke Ihnen das Buch gerne per Post zu. Im Hintergrund sehen Sie die Kontoverbindung. Überweisen Sie bitte 25 Euro inklusive Versand deutschlandweit. Wenn Sie in der Schweiz oder in Österreich wohnen, dann müssten Sie mir 30 Euro überweisen, um den Versand ins Ausland abdecken zu können. Herzlichen Dank und alles Gute für die Zukunft. Auch Feedback von Ihnen würden wir uns freuen. Egal auf welchem Weg, per E-Mail, in YouTube, als Abonnement oder als Like in Facebook. Bleiben Sie gespannt. Bis auf Weiteres. Dankeschön.